Nächster Halt. Ich antworte, soll ich in die Kamera gucken oder zu dir? Übergang zur U1. Ja, ich muss den Adjektiv irgendwie finden. Next Stop, Hauptbahnhof Nord. Das kannst du machen, wie du willst. Das lässt auch wärmen. Please exit here for Central Station. Nächster Halt, Hamburg. Nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. Ja, ich habe den Alberto gehabt an meiner Seite. Aber wer Leute, die dich nicht kennen aus der Szene so, wie würdest du dich mit zwei Worten beschreiben? Asset. Gut drauf. Wie alt bist du? 25 Jahre nicht. 25. Und wie bist du jetzt so auf den Schritt gekommen? Ich werde jetzt so oder jetzt ein DJ-Singer oder so Techno-Singer in Hamburg so rein. Also, was macht dich aus? Was meinst du, was hast du so geschaffen in der kurzen Zeit, was dich jetzt ausmacht? Ja? Ohne jetzt irgendwie sich selber auf die Schulter zu klopfen, aber was meinst du? Was hast du richtig gemacht, was andere vielleicht nicht so richtig machen oder bedingt richtig machen? Zum Beispiel darfst du, ich bin authentisch. Wer mich kennt oder wer meine Social-Media-Kanäle kennt, ich rede viel in die Kamera, ich interagiere mit den Leuten und so bin ich. Ich rede gerne Quatsch, ja, vielleicht mag man das nicht, aber ich bin authentisch. So wie ich rüberkomme, auch jetzt in dem Video, so bin ich einfach. Ich verstehe mich nicht. Was macht mich aus als DJ? Also ich denke, ich bin solide, ich habe wenig Fehler, ich bin technisch sauber, ich habe eine Idee beim Auflegen, ich spiele nicht nur einfach Songs, sondern ich habe einen Plan. Es hängt alles zusammen, es passt alles zusammen. Mhm. Ich springe ungern von einem Subgenre zum anderen. Also es, auch wenn man das vielleicht aktiv nicht merkt, aber im Unterbewusstsein merkt man es, glaube ich, ganz krass. Und unabhängig jetzt vom Aufnehmen, ich denke, ich als Person komme auch bei vielen Leuten einfach cool an. Ich interagiere mit Leuten, das ist immer wichtig. Ich bin kein Star, aber man muss immer bodenständig bleiben und mit Leuten kommunizieren, agieren. Weil vor allem in diesem Business ohne die Gäste oder Kunden oder Leute, die halt zur Party kommen, die Crowd. Genau, deswegen ist es nämlich nicht cool, mit denen zu sein. Ja, das ist ja verständlich. Der Track jetzt zum Beispiel, nächster Halt Hamburg, der ist ja jetzt gestern oder vorgestern offiziell gelaufen? Letzten Freitag. Und wieso da so jetzt die Quoten? Also ich kenne den Track ja auch selber. Also beziehungsweise von diesem Track bin ich auf dich jetzt aufmerksam geworden, weil ich den mega geil fand. Weil ich gedacht habe, hey, das erinnert mich so ein bisschen halt so ein bisschen bald wie Paul Kalk an der Berlin Calling Train. Kennst du den Track? Dann zähle ich nicht, nee. Dasselbe Konzept fast. Okay, ja. Ist halt auch irgendwie mit dieser Bahn, dieser Bahn-Sound, auch, aber ist eher so Elektro. Also okay, Elektro House so. Ja, so Elektro, Techno so auf die Richtung. Ja, bisschen softer. Aber zum Beispiel der Track Train, da hat mich das schon sehr, als du dich daran, auch gut, jetzt kennst du ihn nicht, aber als man sich daran inspiriert wurde, so, fand ich eigentlich ziemlich geil gemacht. Tatsächlich inspiriert habe ich das Song Space Train von Kevin. Angelo heißt der, glaube ich. Den kennt man ja auch von TikTok. Und ich sage das offen, ohne diesen Track hätte ich nächste Halt Hamburg nicht gemacht. Aber jeder wird inspiriert. Ich würde es auch nicht klauen nennen oder kopieren. Ich bin Hamburger. Nein, ich bin nicht Hamburger, aber ich bin Hamburger DJ. Ich lebe in Hamburg oder im Fest auch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, tatsächlich hat der Track erstmal ohne das Vocal angefangen. Und dann kam mir diese Idee, warte mal, ich lege in Hamburg auf. Ich kann irgendwas machen. Und dann habe ich Space Train gehört, ich so, warte mal, daraus muss ich eine deutsche bzw. Hamburger Version machen. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ich habe den Song erstmal illegal gemacht. Das gibt eine Anzeige. Von YouTube die Samples gefunden mit so einem Kollegen, hatte tatsächlich da irgendwie von der Bar ein kleines A Cappella Vocal bekommen, keine Ahnung wie. Hab den auf Soundcloud hochgeladen, auf TikTok getestet, der ging mega ab, hab den auf ein paar Veranstaltungen gespielt, ging so ab. Und dann irgendwann hat mein Label gesagt, komm, machen wir offiziell. Und dann vielen Dank an das Label und auch Ingo Ruff, die offizielle Stimme der Deutschen Bahn. Und es ist wirklich die offizielle Person, die tausende Durchsagen der Deutschen Bahn macht. Und ist ziemlich verrückte Geschichte. Und heute habe ich den auch wieder gespielt. Kam gut an, denke ich. Ja, mega. Also ich finde den Track, der geht immer gut. Also wenn ein Track gut geht, dann ist es auf jeden Fall der, weil irgendwie ist das so ein Ding. Jeder, der, sag ich mal, jetzt in der Hamburger Szene feiert, kennt die fucking Bahn irgendwie. Ja, also, normal. Was kennt man sich irgendwie durch irgendeine Gleichstörung oder irgendwas, das spät kommt, so?
Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß alle raus. Ich schwör's, ich fange irgendwo bei Rewe an, an der Kasse, Alter. Lass mir einen Silberblick kloppen, Alter. Und dann gucke ich da ein bisschen in eine Banane und ziehe irgendwas über die Kasse und gehe nach Hause und habe am Monatsende 1500 netto und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken. Ne? Aber ansonsten ist das eigentlich auch wirklich der Fall, wo ich jetzt auch selber gesagt habe, ey, nein, Güte, das ist doch eine geile Idee. Jetzt haben wir heute ein ausverkauftes Haus in Wachs gehabt, oder? Was natürlich absolut ist. Also es ist schon, ich bin da jetzt schon ein bisschen so länger, deswegen, das ist ja schon vor 10 Jahren stand ich da und du bist da immer halt aufgeregt, so, weil das war damals auch die Hardstyle, eine Hardcore-Geschichte in der Richtung, damals auch mit Trendspace und Co. Die Frage ist einfach jetzt, wie fühlt sich das an für dich? Jetzt sag ich mal als so junger Mann, sag ich jetzt mal, ich fast, ich glaube, wenn wir ausverkauft, wenn das Box ausverkauft ist, stehen wir glaube ich von 1300, 400, 500 Leute. Je nachdem, wie ganz voll das war. Jeder Club hat die offizielle Zahlen von den Behörden und das Box liegt, meine ich, ist der zweitgrößte Club in Hamburg bei 1400, 500. Und über 1000, 100%ig. Wir haben also, ausverkauft, das war's. Also ich sag mal so, 1200, 300 haben wir schon da noch. Irgendwelche Pflegen jetzt noch so für die Zukunft? Oder gibt es schon irgendwelche Sachen, die man so vielleicht ganz viele Leute da draußen, vielleicht auch irgendwie festfällt? Und ist was Größeres? So. Darfst du das sagen? Darfst du die Frage? Ja, klar. Also weiter Musik. Ich werde jetzt monatlich mindestens einen Song raushauen. Ich werde immer konstant sein, Musik raushauen. Ich bin auch noch frisch dabei. Guck mal, richtig ein Beat hier liegt. Ich hoffe, das wird auch. Direkt samplen und für den Song benutzen, das wär's. Ja, Pläne, dieses Jahr werden natürlich noch Veranstaltungen kommen, auch im Dörfers von Dunnel. Nächsten Samstag am 31.08. Guck mal, da muss ich schon fast so weit verrückt. Haben wir wieder eine Veranstaltung. Und es werden auch weitere größere Veranstaltungen hier kommen, Dörfers mit großen Headlinern. Was außerhalb so passiert, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. 2024 war jetzt das Jahr, wo ich halt so ein bisschen aufbaue und 25 will ich richtig Gas geben. Ja. Okay. Aber es liegt dann nicht nur an mir, sondern. Andere Nachfrage, ne? So ist es halt heutzutage. Deine Wünsche für die Zukunft, für deine Karriere sind speziell, wenn du dir jetzt aufstehen dürftest? Wünsche, kann man auch Ziele sagen? Wünsche, Ziele, ja. Ja, Ziele sind ja meistens die aus, wenn du die Ziele selbst hast, ja, das die Botschaft zu erreichen. Ich möchte so weitermachen. Ich bin sehr stolz auf mich und auf alle Leute, die mich unterstützen. Und natürlich soll das noch größer werden. Ein kleines Ziel, vielleicht eher langfristiges Ziel, das habe ich schon immer gesagt, irgendwann möchte ich meine eigene Show spielen. Das heißt, dass ich der Headliner bin. Ich möchte jetzt nicht das Box mit 1000 Leuten filmen oder so. Das ist ganz weit in der Zukunft. Aber so eine kleine Location, so eine coole, kleine, gemütliche Techno-Location, 100 Leute, ist möglich, nicht unrealistisch, denke ich. Das ist egal. Also bei deiner Ausstrahlung, so bei der Familie, dass du jetzt so am Wort hast, und das hat jetzt jemand, der fast 10 Jahre alt ist, als du, kann ich eigentlich nur sagen, ich denke mal, ich sehe da schon, also meine persönliche Meinung ist, da sehe ich schon eine gute Zukunft drin. Gerade diese Techno-Szene ist ja jetzt, wenn ich jetzt vor 10 Jahren zum Beispiel denke, ja, der Techno war, jetzt stehen wir von 100, fast 160 BPM, ja, ja, war es in den Bieten, ne? Ja, auch schon. Ja, der Techno war früher in 120, 130 BPM so maximal so. Und heutzutage ist es ja wesentlich härter, wesentlich stabiler und auch wesentlich treibender voran. Und ich finde, du tust der Szene da auch richtig gut. Und ich kann auch nur sagen, der junge Mann ist wirklich sehr sympathisch. Der ist jetzt hier nicht nur vor der Kamera so, der ist auch wirklich so wie ich ihn jetzt. Ich weiß es. Ja, wir kennen uns jetzt noch nicht so speziell gehört, aber das mit dem, was ich so mitkriege, ist, ich finde immer wichtig, ist, dass bei mir kam oder in Jungkammern oder in DJs ist, dass man immer die Nähe zur Klausel nicht abgehoben ist und auch nicht, sollte man das in den Hüften kriegen, auch nicht dieses von oben halt abverändern. Das ist halt, das hat tatsächlich viele DJs, das Holy Priest in der Rap-Key, also geisteskrank an mir gespielt. Und wenn ich sage, dass ein DJ gut ist, glaubt er, dann ist er sehr gut. Also echt beeindruckt gewesen. Mit der Lefty habe ich nicht so viel, doch mit beide sehr cool und ich kann Personen auch schnell einschätzen, sehr bodenständig, sehr nett. Also Shoutout an die beiden, mega Show, mega Person, kann nur klatschen. Den Respekt sind so zu viel. Damit danke ich mich für dein Interview. Vielen Dank, dass du da warst. Kein Ding. Alles klar. Leute, schaut rein und jetzt geht's weiter mit dem Hauptvideo. Viel Spaß. Let's go. Mask off.
Bye.